Ich seh mich als Kind, lauf barfuß durch Wiesen und später trifft mich wie ein Blitz Amorspfeil. Johannes Heesters, der Mann im Frack, genannt Jopi. In schlechten und in guten Zeiten spielte er die Rolle, die ihn zur Legende machte. Den singenden Charmeur alter Schule. Genau so, als ob's heute wäre. Ich habe auch als Kind schon gesungen und ich habe in der Kirche gesungen, ich habe die Messe gesungen und so. Ich habe viel in der Öffentlichkeit schon aufgetreten, das muss ich sagen. Unbewusst natürlich. Amersfoort. Oh, es war schön damals. Hier mein Geburtshaus. Auch das meiner Brüder. Wir waren vier. Eines Tages fand mein Vater, wir sollten in eine größere Stadt. Hier könnten die Jungs nichts werden. Und so zogen wir nach Amsterdam. Wo ich dann 12 Jahre war und so, dann kam der Krieg, der erste, nicht 1914, 18. Da war ich wieder verloren, die Schule war aus, das war, studieren brauchte man hat beinahe auch nichts zu essen, wir als Holländer, wir haben Heringe gegessen. Der Erste Weltkrieg ist kaum beendet, da bewirbt sich Johannes Heesters, der eigentlich Priester werden wollte, auf der Schauspielschule in Amsterdam. Zur Aufnahmeprüfung trägt er ein pazifistisches Gedicht vor. Bei Beker und Flut, als Frieden und Lief der Lichten Geburt, als Saat und Quat, als Not und Tod, Greinsen, Fluken und Tieren. Was ist nun doch mein armer Mann und so weiter und so weiter. Das ist mir ein Kriegsvortrag. Und darauf bin ich engagiert worden bei Royerz. Ich habe ein Stück gespielt, Traumspiel von Strindberg. Und da haben die Kollegen gesagt, komm, lass doch den Heesters singen. Der singt immer oben in der Garderobe. Papa, lass ihn. Und da ist Royerz gekommen und sagte, bitte schön, studieren Sie das. Und ich habe es gesungen. Und dann nachher sind die Kollegen gekommen. Mensch, jetzt hör auf, bleib doch nicht hier. Du bist 6 Jahre hier, hast du gelernt und alles gesehen. Geh und geh singen. Du wirst eine Karriere machen. Ich sag, als Sänger? Lieber Schauspieler sein. Ich knüpfte manche zarte Bande, studierte die Pariser Ring. Mit dem Bettelstudenten geht er 1934 nach Wien an die Volksoper. Seine erste große Rolle als Tenor in einer Operette. Er wird gefeiert. Der Jubel über diesen gut aussehenden Kavalier mit dem unverschämt betörenden Schmelz in der Stimme dringt bis nach Berlin. Heesters büffelt Deutsch und macht sich wenig später auf in die Metropole. Als er hier am Potsdamer Platz mit seinem Köfferchen ankommt, war dies die Drehscheibe Berlins. Die Nationalsozialisten sind schon an der Macht. Politik ist Heesters gleichgültig. Er versteht sich als unpolitischer Mensch, als Künstler, sonst nichts. Er war damals bereits 30 Jahre alt und wollte endlich große Karriere machen. In 1936 bin ich nach Berlin gekommen, mit dem Zug. Und war natürlich voll von der Arbeit. Ich denke, mein Gott, was kann das werden? Und habe gesagt, Mensch, du bist jetzt in Berlin, wie sieht es denn aus? Du hast dort ein Engagement, wie machst du das? Wie ist das politisch? Ich sage, ja, weiß ich viel politisch. Sag sie, ja Gott, ich weiß nicht, man hört doch eigentlich sehr gut von Berlin, von Deutschland. Die Leute tragen gute Schuhe, sind gut angezogen und sind. Ich sage, ja, sind sie auch. Dann kam der Krieg. Also das ist 36, 37, 38, 39. Das sind 4 Jahre. Was kann man in 4 Jahren nicht alles machen? Wie er zum Film kam, erzählte Heesters gern. Und immer wieder anders. Die UFA hat mich bestellt, ich sollte eine Probeaufnahme machen.
Bitte fangen Sie an. Ich habe Telefon genommen. Ich denke, nur wenig sprechen. Wenig sprechen. Nicht zu viel. Sonst sagen Sie, na ja, ist gut, aber spricht es nicht Deutsch, können wir nicht gebrauchen. Hallo? So fing die Szene an. Hallo? Ja? Ach, du! Ja! Ja. Ja. Ja, ja. Ja? Ja, du, pass auf, ich... Wieso? Nein. Ich kam nicht zu Wort, aber das war meine Absicht. Ich habe Max immer reden lassen. Dann, wenn er redet, dann kann ich darauf reagieren. Ja, pass auf, ich will sagen... Und dann habe ich gesehen, wie so langsam der Wagen nach vorne kam. Ich denke, ah ja, jetzt kommen die Großaufnahmen, da muss was passieren im Gesicht, nicht? So, ja, wie geht's eigentlich? Ja, das wollte ich fragen. Wie geht's? Gut. Was? Was sagst du? Wirklich? Deine Frau? Den nächsten Tag war ich engagiert. Nimm mein Herz in deine Hände. Hieß das Meisterschaft von Anfang an war es, mit äußerster Hingabe noch die kitschigsten Vorlagen zu veredeln. Der Bettelstudent machte ihn zum Filmstar. Von seinem betörenden Charme war nicht nur Filmpartnerin Marika Röck sichtlich hingerissen. Fortan ging einem Millionenpublikum bei Hesters Anblick das Herz auf. Die UFA hatte einen neuen Liebling. Atelierbesuch in Babelsberg. Hier habe ich getanzt mit Marika Röck. Oh ja. Hier war die ganze Dekoration aufgebaut, wunderschön. Kostümen, polnische Tanzen hier gemacht. Man fühlt sich wieder zu Hause. Mit großem Ernst singt Johannes Hesters die trivialsten Texte. Man glaubt ihm jedes Tirillieren und er sieht gut aus. Das ganze Leben ist ein Roman. Was auch geschieht, es fängt immer an. So wie in jedem anderen Roman mit Liebe, Liebe. Ich werde jede Nacht von Ihnen träumen. Ihr Anblick wird mir unvergesslich sein. Er wird gefeiert, er arbeitet rastlos und emsig und er genießt den überraschend großen Erfolg. Mit Ihnen könnte ich glücklich sein. Ist das schlimm, ist das dumm? Man arbeitet nur für Applaus. Es ist mal so schön, dass man hat mir mal gesagt, in Holland heißt das, jetzt gehst du weg. Du gehst nach ins Ausland. Vor dir steht ein langer Tisch. Auf dem Tisch liegen Blumen, Applaus. Es ist so schön. Aber bilde dich nichts ein. Denn die Blumen verwelken, der Applaus vergeht. Nun muss man aufpassen, dass man etwas damit nimmt, dass man davon leben kann. Und er hat recht gehabt. Ne? Jede Frau hat ein süßes Geheimnis. Fleißig häuft er jetzt Ruhm und Vermögen an. Die UFA bastelt derweil an seinem Bild. Johannes Hesters, der Held der weiblichen Kinogänger, wird zum Frauenhelden gemacht, zum Herzensbrecher wider Willen. Wie Motten das Licht umschwirren in die Damen. Dabei ist Hesters seit Jahren verheiratet mit der schönen belgischen Schauspielerin Luise Gees. Sie erträgt den Rummel um ihn souverän, wie Tochter Nicole zu berichten weiß. Ich durfte mal länger aufbleiben. Meine Mutter spielte Patiencen und wartete auf Job, der zurückkam von einer Vorstellung. Ich glaube, es war die Hochzeitsnacht im Paradies und wir warteten auf ihn und ich durfte eben bis 11 Uhr aufbleiben. Und dann hörten wir ein Stimmengewirr auf der Straße und da nahm Mama mich, nahm mich auf den Arm, machte das Fenster auf. Und da sehe ich von hinten so eine Gruppe von Menschen kommen und Jopi in der Mitte und die Leute um ihn herum, es waren meistens Frauen.
sprangen und klatschten und berührten ihn. Und da stand meine Mutter und sagte, siehst du, Nicoletje, da kommt dein Vater. Und das vergesse ich nicht, diesen Ton, den sie da hatte. In der Zeit, als du noch ein bildschöner Jüngling warst und die tollste Frau lagen dir zu Füßen, habe ich dich gefragt, sag mal, was machst du denn? Wie rettest du dich vor all dieser Verehrung? Und dann hat er gesagt, ach, das ist ganz einfach. Weißt du, ich sage immer die Wahrheit. Und die heißt, die Frau wurde noch nicht geboren, für die ich meine Familie verlassen würde. Na, das haben Sie noch nicht. 1938 gastiert Heesters in Amsterdam mit der aus Deutschland geflüchteten jüdischen Theaterkompanie Hirsch. Ein Auftritt mit Folgen. Er wird daraufhin ins Reichspropagandaministerium beordert. Immer wieder erzählt er diese Geschichte. Ja, da bin ich dann zu Goebbels gegangen. Und sitze in einem großen Raum und er kommt dann reingehängt. Er hat was am Fuß und kommt reingehängt und sitzt da und sagt, so, Herr Heesters, Sie haben gastiert bei Juden. Ich sage, ja, Doktor. Er sagte, ja, aber Sie wissen doch, dass wir dagegen sind. Ich sage, ja, das hier, aber nicht in Holland. Er sagte, ja, aber nach Gottes Willen, Sie verdienen hier Ihr Geld und Sie gehen dort bei Juden arbeiten, unsere Feinde. Ich sage, Feinde, das sind doch keine Feinde, von mir sind es keine Feinde. Er sagte, nein, na ja, jedenfalls, wir sind dagegen und wir möchten das nicht. Er sagte, übrigens, Sie sind hier so mit Erfolg und so, warum wären Sie kein Deutscher? Ich sage, warum soll ich Deutscher werden, Herr Doktor? Ich sage, wenn ich Ihnen sage, wären Sie Holländer, was würde Hitler dazu sagen? Er hatte mich angeschaut und sagte, Sie mit Ihrem Charme, Sie können gehen. Und steht auf und haut ab. Und ich komme zurück in die Ufa und ich sage, bitte, jetzt hole ich meine Rolle ab. Sagen Sie, ja, Sie sind verboten. Jetzt gehe ich ins Maxim. Er geht nach München ans Theater und spielt seine erfolgreichste Rolle überhaupt, den Grafen Danilo in Lehars Lustiger Witwe. Mit dem Film ist es erst einmal vorbei, bis ihm sein größter Verehrer aus der Patsche hilft, der Führer selbst. Und der Hitler ist abends gekommen und fand die Vorstellung wunderbar. Er sagt, und ich werde dann noch einmal kommen und werde das noch einmal ansehen. Ich finde das wunderbar. Er war 7-mal im Theater. 7-mal. Es ist seine Lieblingsoperette. In die Dinge war er sehr naiv. Und er ist 7-mal gekommen, hat mich auch bestellt in der Loge. Ich konnte nicht Nein sagen. Da musste ich hinkommen, bitte. Er war der Führer. Und um die Ecke ist eine Runde und da saß Hitler, Goebbels, Hess und all die Herren von der Regierung. Und ich bin hingegangen und da steht, die ganze Regierung steht auf. Und da sagt er, und hier ist Johannes Heesters. Und ich muss sagen, die Vorstellung hat die Herren sehr gut gefallen. Meine Herren, Johannes Heesters. Und ich habe gesagt, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und das ist Goebbels. Und ich habe Goebbels angeschaut. Und ich bin vorbeigegangen zu Hess und so weiter. Und den habe ich sitzen lassen. War plötzlich eine kleine Stille und so. Ich denke, das hat gewirkt. Also, meine Herren, herzlichen Dank. Ich habe nicht ein Liter gesagt, habe ich nie gemacht als Holländer. Ich sage, meine Herren, herzlichen Dank, einen schönen Abend. Auf Wiedersehen, bin weggegangen. Naja, 3 Wochen später kommt die UFA und sagt, Heesters, holen Sie die Rolle ab, Sie spielen. Ich brauche keine Millionen, mir fehlt kein Pfennig zum Glück. Weiter geht's. Heesters nutzt seine Chance. Doch während einer Vorstellung im Berliner Renaissance-Theater holt ihn die Wirklichkeit dieser Jahre ein. Tja, das Renaissance-Theater in Berlin, ein ganz hübsches und ein ganz intimes, schönes Theater.
Und hier haben wir gespielt, meine Schwester und ich von Benatzky. Ein sehr berühmtes Stück und wir haben es jeden Abend gerne gespielt. Es war jeden Abend ausverkauft bis 1. September 1939. Da wurde der Krieg erklärt und da war die Stimmung aus. Um Gottes Willen, Krieg. Was wird jetzt geschehen? Das Theater ging weiter. Mein Mädel ist nur eine Verkäuferin. Ein Ausschnitt aus einer späteren Fassung. Mit 80 Frau Saler in der Woche, doch viel süßer wie jede Königin vom Film. Wo sie sonst reagiert und gelacht habe, da kam. Es kam nichts. Es war nicht schön. Es war traurig. Aber ich musste spielen. Musste lustig sein. Die Jazzband spielt dann gleich leise ihr Lieblingsstück. Die Jazzband spielt dann gleich leise ihr Lieblingsstück. Und ich singe das noch aus und denke, um Gottes Willen, was mache ich? Da ist gar keine Reaktion vom Publikum. Und ich konnte nicht weiter. Ich sage, meine Damen und Herren, seien Sie mir nicht böse. Aber es fällt mir auch schwer. Überfall auf Polen. Der Beginn des Zweiten Weltkrieges. Während Deutschlands Soldaten die halbe Welt in Schutt und Asche legen, avanciert Heesters zum meistbeschäftigten Star der Ablenkungsfilme der UFA. Die heitere Illusion und Kurzweil auf der Leinwand wird nun zur Wehrertüchtigung. Sehnsucht hab ich immer nur nach dir gehabt. Die Gewissheit stets in mir gehabt, dass es dich wirklich gibt. Heesters produziert einen Ohrwurm nach dem anderen. Was fühlt er dabei? Anlässe, nachdenklich zu werden, gibt es genug. Eines Tages wird er von zu Hause abgeholt und in Schutzhaft genommen. Holland ist Kriegsgegner. Er wird mit anderen Holländern durch die Stadt gekarrt zum Knast am Alexanderplatz. Und dann sind wir in eine große Wagen gekommen und sind dann durch Berlin gefahren. Ich saß ganz hinten auf dem Wagen, konnte so die Straße sehen, und die Straßenbahn und die Leute. Und bei dem Alexanderplatz musste die Straßenbahn stehen bleiben, und wir mussten auch stehen bleiben. Und es kamen die Leute, die auf dem Balkon standen, und sagten, ah, Hannes, Hannes, wo geht's denn hin? Was? Alexanderplatz, was? Hast du falsch gesungen, wie? Wärst du bestraft? Hä? Es war peinlich, es war fürchterlich. Und dann bin ich hierher gebracht. Einmarsch in die Niederlande. Hier geht es über holländisches Land. An der Spitze der deutschen Truppen stoßen die Formationen der Leibstandarte SS Adolf Hitler mit einer Panzerdivision gegen Rotterdam vor. Was mögen seine Landsleute nun denken über den singenden Gastarbeiter im Dienste des Feindes? Johannes Heesters wird bald aus der Schutzhaft entlassen. Er wird gebraucht. Hängt man sich Rosen in Tirol, weißt du, was das bedeuten soll? Man schenkt der nächste Film. Die nächste Schmonzette. Ungebrochen geht es weiter. Noch während Heesters vor der Kamera steht, erntet in Berlin ein anderer den mächtigsten Beifall. Die Rückkehr Adolf Hitlers aus dem gerade besetzten Frankreich, einen größeren Jubel wird es im Dritten Reich nicht mehr geben. Spätestens mit der Besetzung seines Heimatlandes wird die moralische Lage für Heesters immer schwieriger. Hätte ich überlegen müssen, dann hätte ich sagen müssen, nein, nein, das machst du nicht mit. Na, c'est la guerre. Habe ich dann den Krieg gewonnen oder verloren? Da konnte ich auch nicht helfen. Ich habe an mich selbst gedacht, vielleicht war ich ein Egoist.
Man müsste Klavier spielen können. Wer Klavier spielt, hat Glück bei den Frauen. Gerade jetzt, wo er so endgültig gefangen scheint zwischen Ehrgeiz und Selbstverleugnung, singt er seinen größten Schlager. Er findet den Song scheußlich, wie er sagt, und präsentiert ihn mit Bravour, ein Profi. In der Innenstadt bestaunen die Berliner das erste Bombenloch und machen Fotos davon. Noch begreifen die Leute nicht, wie ernst die Lage ist. Das Karussell fährt immer rundherum und die Welt scheint sich in Tanz zu drehen. Die Illusionsmaschine der UFA läuft nun auf vollen Touren. Im Verlaufe des Krieges wird das Ablenkungsbedürfnis immer größer. Johannes Heesters hat viel zu tun, im Filmatelier und auf der Bühne. Da habe ich gespielt jeden Abend. Und da kamen die Soldaten von der Front. Und die haben 4-5 Tage Urlaub gehabt. Und die sind ins Theater gegangen und haben nach der Vorstellung auf mich gewartet. Sagen sie, Heesters, es ist so toll, dass wir sie gesehen haben. Ich gehe jetzt wieder gern an der Front, weil es ist für uns eine Erholung. Theater. Hier wurde Theater gespielt in Deutschland und an der Front wurde gemordet. Ja, es war fürchterlich, aber und wenn es dann aus war, dann haben sie gesagt, ja, und du hast da mitgemacht und da mitgemacht, ja. Ein Vorfall, der später als exemplarisch gilt für Heesters naive, bereitwillige Vereinnahmung durch die Nazis, ist ein Besuch im Konzentrationslager Dachau 1941. Heesters als Zuschauer vor dem Häftlingsorchester. Und da kommen plötzlich die SS-Soldaten und sagen, meine Herren, ihr seid morgen herzlichst eingeladen in Dachau. Und das ist der Tag der offenen Tür, da könnt ihr mal sehen, wie das aussieht. Wir freuen uns und sie werden dort abgeholt. Niemand hat was gesagt. Und da stehen wir alle. Na und? Na, war ich da schon Johannes Heesters. Nicht? Berühmt und so. Und Herr Heesters, Sie kommen mit. Sagt nochmal nein. Oh, Sie wollen nicht, Heesters. Das kann ich verstehen. Na, dann gehen Sie mal zurück nach Holland. Gell? Dann werden wir mal sehen, was mit Ihnen passiert. So war der Ton. Mein Herz müsste ein Rundfunksender sein. Dann könntest du was hören. Es gibt keinen vordergründig propagandistischen Film mit Johannes Heesters. Anders als andere Kollegen damals hat er das vermeiden können oder war nie dafür vorgesehen. Winter 1944, Luftkampf um Berlin. 700.000 werden evakuiert, 1,5 Millionen werden obdachlos. Auch das schöne Haus von Heesters wird zerstört. Er bringt die Familie nach Österreich und fährt ins besetzte Prag. Die UFA ruft. Großer Aufwand, monumentales Schaugepränge. So sollen die Ausgebombten auf andere Gedanken gebracht werden. Na, unterhältst du dich? Michael, no, ich finde es entzückend. Ja. Und vor allem so viele schöne Frauen. Hm? Seliges, ewig heiteres Gesäusel. Traum verloren. Nicht von dieser Welt. Der Film wird nicht mehr fertig. Luftaufnahme von Berlin ein paar Tage nach Kriegsende. Heesters und seine Familie erwarten den Frieden in einem Seitental in Österreich. Ein Jahr später, das Bedürfnis nach Zerstreuung ist größer denn je und die alten Lieder und Idole werden regelrecht recycelt. Für Johannes Heesters kommt jetzt die Zeit der Ernte. Wieder und wieder präsentiert er seine Erfolge von damals. Man müsste Klavier spielen können. Das Fernsehen braucht Stoff, aber er spielt auch Theater, macht Filme, ist fleißig wie eh und je. Ein süßes Geheimnis, oft ganz klein, doch's gehört dir allein.
dreifaches Jubiläum im Theater des Westens an der Kantstraße. Eine Rolle ist von nun an immer sein Markenzeichen. Graf Danilo in der lustigen Witwe. Johannes Richters feierte seinen Geburtstag. Bisher fanden 160 Vorstellungen statt. Das ist der größte Nachkriegserfolg einer Operette in Berlin. Ich habe nie gesagt, mein Gott, ich habe Erfolg, was kann mir noch passieren? Im Gegenteil. Mensch, du hast Erfolg. Pass auf, dass es dabei bleibt. Sonst bist du weg. Schau einen Boxer an. Wenn er nicht genau seine Arbeit weiter trainiert und bang und bang und immer aufpasst und alles körperlich danach lebt, dann ist er weg von der Bühne. Armida dispietata. Histos sagt selbst, dass ihm zwei Dinge zu seiner Karriere geschenkt wurden. Gutes Aussehen und ein hübsches Stimmchen. Manchmal hat er die Sehnsucht nach Hören. Hier begleitet ihn seine Tochter, die Pianistin Wiesje Histos. In tormento d'inferno. Gut, Musical ist auch schön, aber es ist ein anderer Beruf. Mehr ist dieser Beruf, als Sie fragen, was haben Sie lieber, Schauspiel oder das und das. Dann sage ich, gib mir das klassische Theater. Mein Gott, das kann man spielen, sein oder nicht sein. Das ist die Frage. Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Histos feiert seinen 100. Geburtstag. Er begeistert sein Publikum nun schon länger als jeder andere und sucht den Beifall wie am ersten Tag. Warum sind Sie so aufgeregt? Man sieht doch, ich bin da. Und ganz fantastisch aufgelegt. Denn heute werde ich 100 Jahre alt. Im Februar 2008, mit 104 Jahren, tritt Histos in seiner holländischen Geburtsstadt Amersfoort auf. Die Leute stehen Schlange, die Vorstellung ist ausverkauft. Er erfüllt sich mit dem Auftritt einen lang gehegten Wunsch. Doch nicht alle Holländer sind über die Rückkehr des verlorenen Sohnes begeistert. Etliche wollen ihm nicht vergessen, wo und für wen er während der deutschen Besetzung gesungen hat. Der singende Nazi und mein Großvater war auch in Dachau, heißt es bei den Protestierenden. Ich habe nichts gemacht. Was habe ich dann gemacht, dass ich mich aufsöhnen muss? Er habe nur singen und den Menschen Freude bereiten wollen, hat Johannes Histos immer wieder gesagt. Ein Millionenpublikum hat ihm dafür dankbar applaudiert. Ich hab mein Leben gelebt und hab mich stets bemüht, den Weg gerade zu gehen. Es ist schön. Das Leben ist schön. Es ist leider, ach Gott, kann sagen, wie ein Kriegskind. 1914, 1918, dann kam der Hitler mit seinem Krieg und dann nachher und jetzt steht die Welt beinahe wieder im Brand. Und dann staunt man, dass ein Theater jeden Abend ausverkauft ist. Ich sage, ach Gott sei Dank für die Menschen. Es ist ein Traum.